Na, mal schauen, ob ich das überhaupt noch richtig kann. Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und willkommen zurück aus der Sommerpause. Heute schauen wir uns mal an, was sich nun tatsächlich zum Oktober 2023 ändern wird. Das ist jetzt in einem guten Monat und dementsprechend bei so ziemlich allen Häusern aktuell. Wir haben relativ große Anpassungen im Kontext der Marktkommunikation 2023, klar, wir wissen das. Wir haben den Universalbestellprozess, wir haben Sperrprozesse im Gasbereich, wir haben Änderungen in der Blinderpreisabrechnung von der Marktlokation zur Netzlokation. Apropos, wir haben jetzt die Netzlokation und auch andere Lokationsarten, die plötzlich wichtig sind. Und dementsprechend ändert sich relativ viel. Der AS4-Parallelbetrieb muss dann eben auch losgehen. Und so weiter. Und die Fahrplananmeldung ändert sich auch nochmal ein kleines bisschen. Also haben wir doch eine ganze Menge an Anpassungen, mit denen wir uns jetzt auseinandersetzen können. Das Kerndokument, mit dem man sich dann natürlich beschäftigen könnte, wenn man sich damit weiter auseinandersetzen will, ist natürlich die Mitteilung Nummer 33. Zu der haben wir ja schon vor Monaten ein Video gemacht. Die kam ja hier Ende März, wie immer ein halbes Jahr vorher, mit dann eben den Nachrichtentyp-Versionen, die zum Oktober in Kraft treten sollen. Da haben wir ja gesehen, ja, ganze Menge an EDIFACT-Varianten, Codelisten, die sich ändern, Entscheidungsformdiagramme, wo es Änderungen gibt, die XML-Formate für den Redispatch, wo es Änderungen gibt, Übertragungsweg mit Änderungen, gerade natürlich im Kontext AS4. Und insgesamt muss man natürlich darauf hinweisen, hey, die Marktregeln GPKE und WIM ändern sich wegen des Universalbestellprozesses und so weiter und so fort. Eine ganze Menge an Anpassungen. Und wenn man dann eben sagt, naja, okay, wie könnte ich mich damit auseinandersetzen, dann geht man eben zum Beispiel in so ein Format rein. Ich habe jetzt hier immer schon mal die Partin aufgemacht, also ein relativ neues Format. Ne? Die Partner Information ist ja das Dokument, mit dem man die Kommunikationsdaten einer Marktrolle übertragen kann, was man früher ja mit diesen Excel- oder PDF-Kommunikationsdatenblättern gemacht hat, ne? Als manuellen Prozess. Jetzt eben automatisiert über EDIFACT. Und dementsprechend ist es ein relativ neues Format. Ne? Kommt jetzt auf die Version 1.0c, also da ist noch nicht allzu viel passiert. Trotzdem schon 68 Seiten lang in dieser geänderten Variante. Und die Änderungshistorie ist dann wie immer so eine tabellarische Übersicht. Wenn man jetzt schon eine ganze Weile in der Marktkommunikation arbeitet, kann man mit diesen Dokumenten schon halbwegs zurechtkommen und muss eben schauen, ja, okay, was ist es denn? Hier vorne habe ich so das Kapitel, also ungefähr den Bereich, um den es geht. Alte Version, neue Version, kurze Beschreibung, die ist manchmal gut und treffend, manchmal sagt die nicht viel aus. Und dahinter nur noch mal der Status genehmigt, weist mich darauf hin, das ist jetzt wirklich so eine Änderung für jetzt. Da könnte aber auch sowas stehen wie Fehlerkorrektur mit einem Datum. Dann ist das praktisch zwischendurch schon aufgefallen und durch irgendwelche anderen Veröffentlichungen vielleicht schon mit aufgenommen worden und ist jetzt aber final auch in der EDIFACT-Beschreibung niedergegangen. Das muss man so ein bisschen einfach unterscheiden. Hey, ist das jetzt wirklich neu oder einfach nur eine Fehlerkorrektur, die schon bekannt ist in der Branche? Naja, und so kann man sich hier durcharbeiten. Hey, alles klar, neben dem Transaktionstyp 10 gibt es jetzt auch noch die Z75. Ne? Neben den Stammdaten des Partners gibt es auch noch die Kommunikationsparameter. Wahrscheinlich im Kontext von an verschiedenen Übertragungswegen, die wir dann noch haben. Ne? Ist das dann eben wichtig? Und dann sehen wir hier ne? neue Marktrollen, die hier auch Kommunikationsdaten übertragen können. Das hier sind Prüfidentifikatoren, also Prüfis, die jetzt einfach mit aufgeführt sind. Wir wissen also, ne, der ESA, der ÖNB, der BIKO, der BKV wollen jetzt eben auch über diesen Weg ihre Kommunikationsdaten übertragen. So, jetzt kann man damit arbeiten. Ne? Das ist jetzt noch eine der kürzesten Änderungshistorien. Manche haben hier 20 Seiten mit solchen Tabellen. Das ist halt teilweise schwierig. So. Und dann gibt es sowas wie meinetwegen jetzt das Einführungsszenario Universalbestellprozess beim BDEW. Wir verlinken das ja auch alles nochmal in der Videobeschreibung. Dann habt ihr hier auf 24 Seiten so die Erklärung. Alles klar, was ändert sich hier? Was sind die neuen Objekte? Und dann kann man sich hier so ein bisschen durch den Fließtext und die Grafiken zur zeitlichen Einführung durcharbeiten. So. Und dann hat man eine Idee davon, was hier passiert. Kann aber sein, dass man das während seines operativen Alltages nicht so gut umsetzen kann. Ich werde jetzt, um euch nochmal zu helfen, was jetzt tatsächlich sich ändert, mal einen Blick reinwerfen in meinen Abo-Bereich zur Marktkommunikation. Den habe ich ja vor einer Weile jetzt gelauncht. Da habe ich in der Sommerpause mal mehr und mal weniger auch dran gearbeitet. Aber mittlerweile sind die Änderungen zum Oktober 2023 eigentlich auch komplett drin.
in Form eines Wikis. Ja, im Großen und Ganzen ist es jetzt erstmal noch ein Grundlagen-Wiki. Das wird sich im Weiteren mit anderen Formaten noch ergänzen. Aber wer jetzt eben bei uns ein Abo macht und da monatlich die 47 Euro brutto bezahlt, kriegt halt hier den Zugriff auf diese Hintergrundinformationen, ne? Wo ich zum Beispiel nochmal erwähne, was wird überhaupt gemacht. Und dann haben wir eben die Edifacts, die hier geändert werden. Ne? Da das gerne mal mehrere A4-Seiten lang sind, führe ich hier die wichtigsten Anpassungen auf. Und das soll nochmal für euch wichtig sein. Ich kuratiere in meinem Abo-Bereich. Das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel schreibe, in der Parton gibt es diese Änderung, dann ist das nicht jede Zeile der Tabelle, sondern sind das die wichtigen Änderungen, die für den operativen Alltag wichtig sind. Nach meiner Einschätzung, nach über 12 Jahren in der Branche. Also hier zum Beispiel eben dieser Hinweis, na hey, es gibt diesen neuen Code-Kommunikationsparameter im BGM, also als ja, Zweck dieser ganzen Nachricht. Dann gibt es diese neuen Prüfis, die wir gerade gesehen hatten, eben auch hier nochmal aufgeführt. Es gibt den Hinweis, hey, im Bereich Unternehmensinformation in diesem Segment gibt es hier eben die neuen Codes, die hier zu passen. Und dann zum Beispiel, dass es vor allem noch Bedingungsänderungen gibt wegen diesen neuen Marktrollen. Und hey, es gibt noch diese Segmente oder diese Inhalte in den Datensegmenten zum Issuer und zum Subject im Kontext der AS4-Kommunikation. Deswegen ja auch Kommunikationsparameter als neues Format. So, und dann habe ich hiermit wiki-artig gesagt, das sind die wichtigen Änderungen an diesem einen Format, Parton. Was wichtig auch zwei Dokumente waren. Ne? Also hier das AHB und das MIG, das führe ich hier zusammen. Und so habe ich das mit den allen gemacht. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel hier mal in die UTMD reinschaue, sehen wir, da ist ein bisschen mehr neu. Also das ist so in etwa die Form. Wenn ich jetzt sage, es gibt Änderungen an hier insgesamt also 50 Dokumenten im reinen Ediet Energy Bereich, dann muss ich es ganz offen mal sagen, das ist im Großen und Ganzen die Anpassung rund um den Universalbestellprozess. Weil wir ja sagen, wir wollen in Zukunft über den Smart Meter und über diese Digitalisierungsstrukturen dafür sorgen, dass berechtigte Marktrollen einerseits Informationen einholen können und andererseits auch steuern können. Dann muss dafür natürlich auch eine Prozesswelt hinterlegt werden. Und das ist eben jetzt genau ne, dieser Kontext von Zählzeitdefinitionen, Leistungskurvendefinitionen und so weiter, die wir hier nun haben. Und die müssen natürlich in den Formaten wiedergespiegelt werden. Deswegen Änderungen an der UTMD, damit die dort als Stammdaten sind. Änderungen an der MS-Cons, damit die als Energiewerte übertragen werden können. Änderungen an meinetwegen den Orders und den Quotes und so weiter, damit wir praktisch die Bestellungen und die Abwicklung dieser Datenbestellungen dann umsetzen können. Na, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Wir haben deswegen an 50 Dokumenten hier Änderungen, weil eben dieser Universalbestellprozess eine relativ breit wirkende Änderung ist, die eben an allen möglichen Stellen etwas Neues mit sich bringt. Und deswegen müssen wir eben Stammdaten, Energiedaten, Bestellprozesse, Abrechnungen und so weiter anpassen, also auch praktisch alle Formate anpassen. Daher kommt das. Das ist gar nicht so heftig. Wenn ich jetzt meinetwegen mal, ach, ich gucke jetzt hier mal in die Ifs da, dann sehen wir auch, okay, hier geht es ein bisschen um den Universalbestellprozess und den Sperrprozess Gas. Da habe ich auch erwähnt, Gassperrung soll jetzt genauso wie bei Strom auch über EDI schlussendlich laufen, wo man dann eben sagen, okay, hier gibt es dann einfach die Berücksichtigung der Gasmarktrollen in einem entsprechenden Segment für die Marktrollen. Es gibt neue Entscheidungsbaumdiagramme, weil natürlich der Gasprozess mit abgebildet werden muss. Und ansonsten, ne, zum Beispiel, wenn ich so sage, Präzisierung, dann ist das eine Texterklärung, die verfeinert wurde. Ne, also es gibt manchmal ja so Bedingungserläuterungen oder allgemeine Erläuterungen, die manchmal nicht ganz so klar sind. Und das wird ja gerne mal angepasst und das habe ich hier mit aufgeführt. Und das sehen wir auch, ne, da gibt es entsprechend hier die Formulierungen für Bestellung einer Konfiguration oder Bändigung einer Konfiguration, das ist eben Kontext-Universalbestellprozess. So, und dann erklärt sich das uns, warum das hier überall diese Änderungen gibt. Dann haben wir ja zum Beispiel die Änderung der Blindarbeitsabrechnung, weswegen wir dann auch in der Invoice zum Beispiel die Klarheit haben mit eben diesen Bedingungen, hey, auf der Marktlokationsebene kann ich die Blindarbeit eben nur bis Ende dieses Jahres abrechnen. Zum 1.1. springt das ja auf die Netzlokationsebene. Auch wieder super witzig, dass wir das eben jetzt so machen, dass wir praktisch zum Jahreswechsel eine Änderung einführen, zum Oktober die Formate aber schon praktisch parat haben. Und deswegen müssen wir diese Bedingungen mit einbauen. Jetzt kommt ja gerade mein Hund angeschlichen, falls ihr was hört auf dem Boden. Das ist meine Hündin, die hier herumscharrt. So, und dementsprechend
Macht euch nicht fertig daran, dass es diese 50 Dokumente sind. Im Großen und Ganzen sind es eben unsere großen Themenbereiche, die ich ja gerade schon erwähnt habe. So, willst du jetzt auch noch, ey, willst du jetzt wirklich hier mit ins Bild? Du bist ein kleiner Stinkehund. Geh mal runter. Los. Bleib mal da unten. So. Und was man natürlich ansonsten sagen muss, und das finde ich dann schön an diesem Einführungsszenario vom BDEW, dass wir hier aus dem Inhaltsverzeichnis uns nochmal die großen Themen aufrufen können. Na, wir haben die neuen Objekte wie Netzlokationen oder die steuerbare Ressource, die technische Ressource, die wir aus dem Redispatch schon kennen, weil die eben für diese verschiedenen Steuerungen dann auch wichtig sind. Genau hier eben auch ne, Schaltzeitdefinition, Leistungskurvendefinition, die aus diesem Kontext kommen. Die Werte nach Typ 2, die im Bereich des ESA vor allem wichtig sind, also der Energieserviceanbieter, der ja ein Energiedatenabrechnungs-, ne, nicht Abrechnung, sondern ein Energiedatenauswertungsdienstleister für den Endkunden ist, der eben dann auch Werte bekommt nach Typ 2, die nicht im klassischen Abrechnungssinne erhoben werden, sondern für andere Auswertungen erhoben werden. So. Das sind dann immer die Werte nach Typ 2 und die heißen halt Werte nach Typ 2. Deswegen gibt es auch hier Änderungen, zum Beispiel dann eben in der MS-Cons, wo ist die? M, hier, wo wir dann die Werte nach Typ 2 haben. Die heißen halt auch immer so. Und dann liest man ganz oft Werte nach Typ 2, muss also auch die MS-Cons geändert werden. Ne? Keine große Überraschung. Kontaktdatenänderungen haben wir schon mal ein bisschen erwähnt an der Partin. Und auch Änderungen an der WIM-Strom, hier zum Beispiel auch nicht uninteressant. Die Artikelnummern werden zum Teil jetzt durch Artikel-IDs weiter ersetzt. Und deswegen müssen wir eben auch in den PRICATs zum Beispiel Änderungen machen und in den Invoices und so weiter, damit die da berücksichtigt werden können. Neue Messprodukte eben der ESA, wie gerade erwähnt, der dann seine Daten braucht, deswegen überall so kleine Änderungen an den Formaten. Wenn wir aber verstehen, das ist alles im Großen und Ganzen ein Digitalisierungsschritt und ein Automatisierungsschritt aus dem Kontext des Universalbestellprozesses und Sperrprozess Gas und Kommunikationsdatenübertragung und Werte nach Typ 2 für den ESA, dann wissen wir, was da passiert. Und dann müssen wir uns nicht besonders verrückt machen. Und das geht ja genauso weiter. Ne? Diese OBIS-Daten der Netzlokation, die datensteuerbaren Ressource, das haben wir hier alles dann zum Beispiel in der UTMD. Hier unten, ne? Das sind einfach neue Segmente, die berücksichtigt sind in diesem Stammdatenformat, wo man dann eben nachher die Inhalte drin findet. Ne? Genauso wie wir andere Stammdaten schon kennen, ist das jetzt eben erweitert worden, um die Netzlokation und vor allem die Produktdaten, zum Beispiel hier der Malo, damit wir da eben die verschiedenen neuen Prozesse abbilden können. Dafür ist das da. Das ist am Ende des Tages gar nicht so verrückt und auch gar nicht so viel. Es hat nur halt breite Auswirkungen. Deswegen diese ganzen Änderungen. Und deswegen haben wir eben zum Beispiel auch noch im Weiteren, ne, neben den eigentlichen EDIT Energy Formaten, ne, diese Codelisten, wo wir auch sagen, ne, Codeliste der Konfiguration, ein relativ frisches Dokument, ne, Version 1.1. Es hieß auch vorher Codeliste der Messprodukte, ist jetzt die Codeliste der Konfiguration, wo wir eben vor allem nochmal die Werte nach Typ 1 und 2 unterscheiden, ich habe schon erwähnt, wo wir dann auch die Messproduktcodes haben, die jetzt hier angepasst worden sind und so weiter. Na, also das ist alles nicht so verrückt. Kann man alles bewältigen. Ein Entscheidungsbaumdiagramm, ne, das Dokument ist jetzt irgendwie 730 Seiten lang oder also weit über 700 Seiten. Das ist schon crazy. Da haben wir einfach neue und entfernte. Aber wir haben zum Beispiel auch, was wir ja nie vergessen dürfen, die Entfernung von bestimmten Antwortcodes, nämlich Antwortcode Sonstiges, das ist A99, nach einem Jahr. Sonstige Ablehnungen wollen wir ja nicht mehr, weil das manuell ist. Das ist keine Automatisierung wirklich. Es muss manuell bearbeitet werden, weil diese sonstige Ablehnung ja irgendwie ein Freitextfeld hat mit einer sonstigen Erklärung, warum was nicht geht. Und das soll immer nur ein Jahr lang laufen. Danach soll ein automatisierbarer Lösungsprozess da sein. Dementsprechend haben wir jetzt hier ne, so 10 Entscheidungsbaumdiagramme, in denen diese Ablehnungscode Sonstiges abgelaufen ist. Muss man wissen. Ich denke mal, wenn ich die Zeit nochmal finde, werde ich hier nochmal klarer ausformulieren, in welchen genauen Prozessen diese genutzt werden. Ansonsten, wer im Prozess drin ist, weiß natürlich, hey, 249, das ist mein Entscheidungsbaumdiagramm für meinen Prozess. Aber ich werde das, glaube ich, hier nochmal viel schöner machen. Das ist das Schöne dann an dem Wiki, dass ich so schön aufeinander verlinken kann. Na, am Ende des Tages werde ich hier wahrscheinlich 1000 Unterseiten haben. Zum Glück hoste ich das alles selbst. und dort einfach viel aufeinander verlinken. Das ist so, denke ich, Sinn der Sache. Wächst natürlich Stück für Stück. Im XML-Bereich, also Redispatch 2.0,
Auch keine verrückten Änderungen. Das sind ganz oft mehr so kleine Korrekturen. Hier in der Unavailability zum Beispiel, ne, also Nichtbeanspruchbarkeit, haben wir zum Beispiel einfach wirklich nur eine präzisierte Beschreibung. Da war für die Erklärung, wie eine Netto-Nennleistung der Nichtbeanspruchbarkeit im Attribut Quantity, also Anzahl, angegeben werden soll. Das war so unklar. Das haben sie jetzt einfach ein bisschen präzisierter beschrieben. Und deswegen schreibe ich hier auch nicht mehr rein. Ne, wer sich nicht damit beschäftigt, dem kann das also egal sein. Und wer sagt, hey, Nichtbeanspruchbarkeit, habe ich ständig Probleme, dann weiß ich, alles klar, jetzt sollte ich hier mal reinklicken in das AWT, ne, Anwendungstabelle oder FB-Formatbeschreibung. Da ist das dann drin. Im Fahrplanprozess als solchen ist auch keine völlig verrückten Änderungen. Wir müssen halt beachten, dass auch hier irgendwann AS4 eingeführt werden soll. Irgendwann bedeutet Oktober 24, also in einem Jahr. Und dementsprechend wird so ein bisschen darauf vorbereitet. Ne? Also während wir so ein paar inhaltliche Anpassungen haben oder Erläuterungen haben, ne? Hier sind einfach so Absätze neu hinzugefügt worden, aber dann eben zum Beispiel Anpassungen, ne? Dass hier irgendwo mal die Formulierung per E-Mail rausgenommen wird, weil wir genauso eben per AS4 kommunizieren können. Ne? Also ähnlich, wie wir es vorher schon, sagen wir mal einen Schritt vorher, bei Edifact hatten. Und so kleinere Anpassungen, die wir hier eben sehen können. Und dann eben zum Beispiel, na, es gibt jetzt eine neues Dokument, Regelung zum sicheren Austausch im Fahrplanprozess, Version 2.0. Es gab eine Version 1.0, die ist aber schon 5 Jahre alt. Das war damals Marco 2020 und hat eben natürlich nur E-Mail-Übertragung im Großen und Ganzen beinhaltet. Und da ist jetzt vor allem die Unterscheidung zwischen E-Mail und AS4 drin. Wer sich mit diesem Übertragungsweg weiter auseinandersetzt, kann sich das hier natürlich anschauen. Und dann ist hier nochmal die Info, ne? 2 Tage nach diesem Video mache ich hier weitere Wiki-Inhalte zum AS4. Dieser Übertragungsweg ist am Ende technischer Natur. Das ändert dann nicht mehr so viel an unserem Prozessalltag, sondern eher, hey, es gibt dann irgendwann mal die technische Alternative zur E-Mail, die dann in einem Monat auch schon mal operativ laufen muss, parallel, und dann in einem halben Jahr nur noch. Und zwischenzeitlich werden wir uns dann auch den aktuellen Fragen nochmal widmen, weil ich mache ja auch im September verschiedene Seminare, Kurzseminare, so einen halben Tag zu diesen Änderungen zum Oktober. Wer da noch teilnehmen will, ist auch unten mit in der Videobeschreibung. Und was ich bis dahin schon an Fragen habe, werden wir da auch nochmal hier auseinandernehmen. Dafür bieten sich natürlich wieder Videos an. Also ich werde hier zum 15. September einfach auch ein exklusives Erklärvideo in meinen Abo-Bereich packen, wo ich diese Fragen nochmal weiter auseinandernehme. Wer sich jetzt weiter damit auseinandersetzen will, hat also, wie gesagt, die Mitteilung 33 mit den ganzen Dokumenten, hat das Einführungsszenario Universalbestellprozess vom BDW und hat dann vor allem natürlich bei der Bundesnetzagentur, bei der Seite des GBKEs, die zukünftig gültige Fassung zum 1.10. und auch bei der WIM die zukünftige 1.10. Und das sind dann eben die Dokumente mit den ganzen Inhalten. Wichtig ist, in diesen Marktregeldokumenten haben wir keine Änderungshistorie, weil das ist ja ganz viel Fließtext und dann vor allem auch nochmal so Sequenzdiagramme und sowas. Entweder ihr findet in den Beschlüssen selbst das Änderungsdokument, wo dann praktisch die alte Variante durchgestrichen ist und dann praktisch die neue Variante drin ist. Oder ihr müsst euch eben ableiten, ne, was ändert sich denn hier? Na, zum Beispiel Kommunikationsdaten mit den anderen Marktrollen oder an den anderen Stellen die diversen Wertübertragungen oder Bestellungen von Konfigurationen, Schaltzeiten und so weiter, dann ist das entsprechend neu. Aber eben bei fast 300 Seiten GPKE und bei fast 200 Seiten WIM ist da eben auch nicht so viel, ist es nicht so einfach, hier eine übersichtliche Änderungshistorie reinzubringen, außer den Fließtext selbst mit durchgestrichen alt und dann farbig neu das Ganze hier reinzubauen. Dementsprechend seid euch erstmal bewusst, was wir jetzt zum Oktober haben. Das ist im Großen und Ganzen ein Digitalisierungsschub, der sich im Universalbestellprozess und in diversen anderen Automatisierungen widerspiegelt. Und da das sehr breit wirkt auf viele, viele, viele Einzelprozesse, haben wir eben auch Änderungen an diesen 50 AD-Energy-Dokumenten. Aber es ist schon okay. Bei der UTMD haben wir natürlich die Trennung in Strom und Gas, aber ganz ehrlich, das macht jetzt nicht so viel aus. Ich habe da jetzt auch hier in meinem Wiki nur kurz aufgeführt, hey, da gibt es halt mal eine Doppelung eines alten Kapitels, das jetzt eben für Gas nochmal neu ausformuliert wurde und wo halt immer Strom durch Gas jetzt ersetzt wurde. Also, pff, mehr ist das nicht. Also auch da nichts völlig Verrücktes, kann man sich anschauen.
Wenn ihr euch denkt, na, so ein Wiki ist cool, kann ich immer mal nachschlagen und da gibt es auch immer mal Änderungen und dann gibt es ja auch ein Fragenforum, wo man dann mal was reinschreiben kann und auch so na, andere Grundlagenthemen, die man immer macht und ein Fragenforum, wo man dann auch sagen kann, hey, ich hätte gerne Folgendes erklärt. Der, na, ein Fragenforum, ich klicke da jetzt mal nicht hin, man sieht den Namen. dann könnt ihr euch das auf unserem Portal anschauen. Ich verlinke auch das natürlich unten in der Videobeschreibung. 47 Euro brutto im Monat, kann man jederzeit beenden. Wer als Stadtwerk sagt, ich hätte gern 5 Zugänge dafür, weil das immer cool ist für meine neuen Kollegen, Kolleginnen, da können wir auch ein Jahresmodell machen. Das habe ich jetzt mit den ersten auch abgeschlossen und anderen schon angeboten. Das ist, denke ich, auch eine schöne Möglichkeit. Ja, insoweit haben wir also doch eigentlich relativ breit wirkende Änderungen, die aber, wenn wir das einmal verstanden haben, relativ klar und logisch sind, nächste Digitalisierungsschritte sind und die deswegen aber eben auch sich sehr, sehr breit auswirken auf eine ganze Menge von Formaten. Macht euch deswegen nicht verrückt, es geht schon. Es sind halt dann auch viele Details. Ne? Wir werden dann natürlich mit der Blindarbeitsabrechnung zum Beispiel ein Thema haben, was nochmal im Jahreswechsel auf uns zukommt. Bis zum 31.12. auf Marktlokationsebene, wer Blindarbeit abrechnet. Und ab dem 1. Januar auf Netzlokationsebene wird dann die Blindarbeit eben abgerechnet, da wo das gemacht wird. Ja, und dann ist es das auch schon. Also viel mehr ist es nicht. Also ja, geht schon. Es ist halt wirklich irgendwann unübersichtlich. Auch mit diesen Dokumenten wie Entscheidungsbaumdiagramm, 800 Seiten, UTMD, 800 Seiten, schwierig. Aber vielleicht ist deswegen für euch dann auch dieser Marco-Abo-Bereich das Richtige. Deswegen habe ich das jetzt auch gemacht. Hat auch viel Zeit geschluckt, sich damit weiter auseinanderzusetzen und das jetzt auch mal dann weiter wachsen zu lassen. Weil ich glaube, das hätte mir in meiner operativen Zeit damals in der Energiewirtschaft auch sehr geholfen, sowas zu haben. Und als Mitarbeiter eines Unternehmens, lasst es euch von eurem Arbeitgeber bezahlen. Der soll halt den Zugang buchen in meinem Online-Shop. Dann ist es doch schick. Okay. Wenn ihr jetzt nochmal Fragen, Anmerkungen oder konkrete Anstöße habt, was sich jetzt im Oktober ändert und was deswegen wichtig ist und vielleicht nochmal eine Rückfrage zu bestimmten Themen dazu, gerne es unten in die Videobeschreibung schreiben. Ich werde es dann entsprechend auch aufnehmen. Manche sehr ausführliche Erklärungen können halt nur in das Abo-Modell. Manche allgemeinere Erklärungen kann ich natürlich auch einfach in den YouTube-Kommentaren mitmachen oder in dem nächsten Video hier auf dem Kanal. Ich denke jetzt auch mal, dass wir auf dem Kanal wieder mindestens 2-3 Mal in der Woche was haben. Ich bin jetzt auch relativ größtenteils ins Homeoffice wieder umgezogen, weil unser Gründerzentrum in Gera aufgelöst wird. Und da habe ich keinen Bock drauf, jetzt noch da die nächsten Monate irgendwie da zu sitzen und dann in einen Rutsch alles rauszupacken, sondern jetzt bin ich im Großen und Ganzen da schon raus. Der Umzug hat auch ein bisschen Zeit gekostet, deswegen weniger Content in dieser Sommerpause. Klar, jetzt denke ich aber mal, sind wir wieder da, denn es gibt genügend Themen, die man jetzt auseinandernehmen kann, auch so ein paar gesetzliche Entwicklungen. Da machen wir was zu. Okay. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wie immer, liked das Video, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr auch die nächsten Videos nicht verpasst. Und wie immer, bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft, einfach der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und ich kann es immer noch.